Mein Name ist Franz Josef Kaiser, ich mache gerade die Ausbildung zum Landwirt und wir sind jetzt da in Tüging am Inn, hier rennt beim Innkanal und probieren wir die Kettenscheibenecke von der Firma Flieger. Wir haben eher ein bisschen einen kiesigen Boom. Der Boom ist jetzt aufgetaut, also man kann sagen, die Kettenscheibenecke, die geht auf einen gefrorenen Boden, als auch auf einen aufgetauten Boden, also einen warmen Boden. Wir haben die Kettenscheibenecke schon bei der Stoppelbearbeitung gehabt, in der letzten Ernte. Und jetzt probieren wir es beim Zwischenfrucht zusammenschneiden bzw. oberflächlich gleich einarbeiten. Da ist wichtig, dass die Zwischenfrucht sauber zerschnitten ist. Und vielleicht war es auch schon gut, dass bei den oberen 5 cm gleich eingearbeitet ist, dass du einfach eine bessere Vermischung hast vom Boden. Wir sind sehr zufrieden mit der Kettenscheibenecke, weil man wirklich bei jedem Wetter fahren kann. Und es ist egal, ob die Zwischenfrucht oder ob die Maisstoppeln, haben wir es auch schon probiert, hat auch super hingehauen, ob die jetzt einen halben Meter hoch ist oder ob die 2 Meter hoch ist. Wir haben bis jetzt noch keine Verstopfung gehabt. Wir haben eine Fahrgeschwindigkeit von ca. 14 bis 17 km/h im Bodenzustand und eine richtig hohe Flächenleistung, weil wir eine Arbeitsbreite von 6 bis 7 Meter haben. Je nach Arbeitstiefe, weil die variiert sich dann je nachdem, wie weit du das Gerät auseinanderschiebst und einen sehr geringen Kraftstoffverbrauch. Da ist jetzt die Zwischenfrucht 1,70 Meter oder noch höher, das ist schon alles abgebrochen, abgefroren. Und da kann man natürlich, weil sie die Kettenscheibenecke sauber einschneidet, jetzt haben wir da, das mit dem Erdreich, ist da eigentlich schon die Hälfte eingearbeitet bzw. zerschnitten. Da sieht man es. Da sieht man jetzt hier dann das Endergebnis, das ist quasi sauber aufgeschnitten, ist eigentlich für den Boden die beste Lösung. Und mit der Kettenscheibenecke, also wir haben jetzt einen 190 PS Schlepper dran, wir haben eigentlich wirklich sehr zufrieden, weil wir eine sehr hohe Flächenleistung haben. Ich habe jetzt letzte Woche einen 2 Hektar Schlag gehabt und da habe ich 15 Minuten gebraucht. Der hat aber nicht 4 Ecken, sondern der hat 7 Ecken.